Was geht ab, meine Freunde? Whitey wieder am Start und wir spielen heute eine weitere Runde Roblox Anime Fighters. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen was geballert, schon zwischenzeitlich wieder. Ich möchte ja immer ein bisschen Fortschritt haben, bevor wir anfangen zu spielen. Und, ja, wir haben in der Zwischenzeit schon vier Kakashis gezogen. Gaara habe ich ein bisschen hochtrainiert. Vegeta ist tatsächlich zu schwach gewesen im Endeffekt, deswegen habe ich mir gedacht, gut, machen wir es so, wir gehen jetzt einfach die Route, wir machen die Meta und versuchen hier durchzuziehen. Ich wechsle mal eben auf den Controller. Ah, wir können hier ja auch noch ziehen. Übrigens, vielen Dank für eure Kommentare, mega nett von euch. Ich freue mich auch über jedes Kommentar, was ich kriege. Dementsprechend einfach weiter schreiben gerne, ich antworte so gut wie auch alles, auf alles. Und dementsprechend lassen wir hier den... Komm, wir fighten den einmal. Dann haben wir den schon mal down. Wir werden jetzt gleich sehen, wie schnell wir auch die Damage-Sachen machen. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ich würde mich mega freuen, wenn von euch noch ein paar mehr den Abo-Button drücken würden. Weil es sind immer noch nur 86% von euch, die meine Videos zwar schauen, aber nicht abonniert haben. Und das sind ein paar viele Prozent, weil ich möchte ganz gerne am Ende des Jahres die 500 und am Ende des Monats die 300 Abonnenten schaffen. Dementsprechend drückt mal unten auf die Glocke, auf den Abo-Button. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und jetzt besiegen wir hier einen Madar oder Mada, um eben die Quest abzugeben. Ich habe zwar schon alle 5 besiegt, wollte euch aber nicht vorenthalten, wie wir den jetzt tatsächlich hier in Grund und Boden hämmern. Wir gucken uns natürlich mal unsere Fighter an. Und wir gucken gleich auch mal, welche Fighter ich jetzt mittlerweile oder immer noch zur Verfügung stehen habe. Jetzt ist natürlich die andere Frage. Ihr habt mir nichts in die Kommentare geschrieben, welche Spiele ich noch ausprobieren soll. Die letzten, die ich ja ausprobiert habe, waren Blox Fruits oder Fruit Blox. Das habe ich ja noch ausprobiert. Finde ich auch ziemlich interessant. Ich muss aber dazu sagen, dass ich hier immer noch Anime Fighters am besten finde. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Ich werde diese Woche wahrscheinlich auch noch ein, zwei Folgen von Blox Fruits bringen. Einfach nur, um auf ein paar Kommentare noch einzugehen, die ich gekriegt habe unter die Folgen. Einige von euch bieten mir immer an, dass ich, dass ich mich von euch carryen lassen kann. Das ist sehr nett von euch, aber ich möchte ja im Prinzip versuchen, so gut wie möglich das Spiel und so weit wie möglich zu schaffen, ohne dass ich halt gecarried werde oder ohne dass ich halt Geld investiere. Und dementsprechend, ja, wir werden den Fortschritt halt ein bisschen langsamer haben, aber das heißt ja nicht, dass ich keinen Fortschritt habe im Endeffekt. Ne? Ich möchte euch ja im Prinzip auch zeigen, wie weit man kommen kann, ohne dass man halt Geld investiert. Weil das finde ich immer ein bisschen schade, dass viele von den Games, die ich tatsächlich auch zwischenzeitlich mal so im Privaten angeguckt habe, dass die darauf setzen einfach, dass man so viel Geld da rein investiert und dann so viel schneller ist. Das finde ich immer ein bisschen schade. Das ist im Prinzip dasselbe Prinzip, was man ja bei FIFA Ultimate Team auch hat. Und ja, da werde ich euch gleich auch noch ein paar Worte zu sagen, weil FIFA werden wahrscheinlich am Ende des Monats auch wieder ein paar Videos mehr von kommen, weil ich einfach mir das neue Spiel tatsächlich gekauft habe. Aber ich werde jetzt nicht großartig Geld da rein investieren. Nicht mehr als das, was ich so oder so freigeschaltet gekriegt habe. So, jetzt gehen wir ins Bizarre Town. Yes. Wir machen auf jeden Fall jetzt den Weg in die nächste City. Ich bin mal gespannt, was ist denn das? Oh, JoJo's Bizarre Adventure. Nice. Okay, Orange Line. Das ist dann doch sicher, ja, wir werden uns überraschen lassen. JoJo's Bizarre Adventure. Sehr interessant, okay. Wir ballern hier jetzt auf jeden Fall erstmal Ling weg. Je nachdem, wie stark Ling ist tatsächlich. Und dann ziehen wir am Ende des, könnten wir ihn anvisieren, ja. Am Ende der Folge ziehen wir auf jeden Fall noch 1, 2, 3 Charaktere, einfach nur, um zu gucken, auf was wir uns hier tatsächlich einlassen. Und dann beim nächsten Mal werden wir wieder ein paar mehr Quests machen dann auch dementsprechend. Aber ich glaube jetzt gerade im Moment sind meine Kakashis ganz gut durchtrainiert. Wir können ja einfach mal aus Jux und Dallerei, können wir ja mal hier hingehen und gucken. Kakashi machen 330, 370, Gaara macht 250. Hier haben wir noch einen weiteren Gaara, ich weiß gar nicht, warum ich den nicht benutzt habe. Und hier sind noch ein paar von den Naruto, einen Naruto und einen Sasuke wollte ich mir auch gerne behalten.
einfach nur für die LOLs. Ist natürlich die Frage, man müllt sich natürlich auch damit ordentlich das Inventar voll. Ich glaube, das sollte man eigentlich gar nicht machen. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so denkt. Das ist natürlich auch immer das Ding. Man muss natürlich es auch einfach schaffen, irgendwie die Balance zu haben zwischen die Charaktere, die man mag, wie jetzt zum Beispiel Kakashi. Also ich liebe einfach Kakashi. Kakashi ist einfach so ein cooler Charakter, dass ich einfach auch den gar nicht unbedingt loswerden will. Oder Vegeta. Vegeta ist auch einfach ein richtig geiler Charakter. Aber was bringt es, die hochzuleveln, wenn die halt tatsächlich einfach schlechter sind? Da hat mir auch noch keiner irgendwie was in die Kommentare zugeschrieben, ob man es tatsächlich auch schaffen könnte, dass ich jetzt meinen Vegeta bis zum Ende des Games noch durchziehe. Weil ich habe auf jeden Fall noch keinen gesehen, der oder höher vom Level war als ich und trotzdem dann halt immer noch mit Vegeta durch die Gegend gerannt ist. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Weil man macht das ja dann doch auch ein bisschen, weil man die Charaktere mag, oder? Also zumindest ist es bei mir immer so. Dementsprechend, zum Beispiel jetzt bei JoJo's Bizarre Adventure, habe ich jetzt nicht so den großen Bezug zu, weil ich habe mir das angeguckt, ja, es ist auch ein cooles Anime, das definitiv, ne? Aber so ein Bezug zu Naruto ist halt nochmal ein anderer als den ich jetzt zum Bizarre Adventure habe. Und deswegen finde ich es natürlich cooler, dann einfach Charaktere von denen auch zu spielen. Ne? Falls ihr das versteht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Lieblingsanimes sind und wo ihr tatsächlich auch sagt, ja, das gucke ich mir ständig an, die Charaktere, die sind einfach irrsinnig cool und so. Das ist ja dann meistens so eher die Frage, ne? Also Lieblingsanime und Lieblingscharaktere oder beziehungsweise Anime-Helden ist ja auch nochmal ein anderes Ding. Ne? Also ich muss zum Beispiel sagen, Naruto ist nicht mein Lieblingsanime, aber ich mag Kakashi einfach super gerne. Oder Dragon Ball ist auch nicht das großartigste Anime an sich. Da sind so viele Fehlerfolgen bei und hat halt auch sehr viele Tiefen. Was nicht heißt, dass es nicht einfach eines meiner Lieblingsanimes ist, aber es ist halt auch nicht einfach das Beste. Also, ist ja auch Quatsch. Ne, dementsprechend, man muss da halt auch immer differenzieren ein bisschen. Aber ich finde gleichzeitig halt auch, dass es einfach mehr Spaß macht, wenn man mit Charakteren spielt, die man einfach selber cooler findet. Das ist ja genauso bei FIFA oder bei allen anderen Spielen, wo man eben dementsprechend irgendwelche Mannschaften spielt oder so, oder Spieler spielt. Da spielt man halt auch lieber mit den Charakteren, die man mag. Also, wenn ich jetzt irgendein MMA oder UFC-Spiel spiele, dann spiele ich natürlich eher mit Conor McGregor als mit irgendeinem 0815-Kämpfer oder so. Also ist ja auch irgendwie verständlich. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Weil ich finde das irgendwie komisch. Ja klar, jetzt die ersten Animes, die hier natürlich behandelt werden, sind natürlich die großen. Ne? Dragon Ball ist das allererste. So, geil, da kriege ich einen Son Goku. Aber den Son Goku kann ich ja gar nicht benutzen bis zum Ende, weil der einfach nicht gut genug ist. Das ist so, bisschen schade. Beziehungsweise kann ich den vielleicht auch bis zum Ende benutzen, aber ich muss halt irrsinnig viele Punkte dann da reingeben. Und das ist natürlich die Frage, ob ich das auch dann machen möchte. Ne? Das ist alles immer ein bisschen schwierig. Alles immer ein bisschen schwierig. So, wir ballern hier auf jeden Fall ein bisschen durch. Ich hoffe, ihr könnt das auch, ihr mögt meine Videos so ein bisschen. Ich mache auch viele Videos, wo ich halt ein bisschen mehr schneide oder wo ich ein bisschen mehr einfach über das bestimmte Spiel auch spreche oder so. Und hier die Roblox-Themen, die benutze ich tatsächlich auch einfach, um ein bisschen die Seele baumeln zu lassen und einfach mal das zu quatschen, was man so einfach nicht überall sagen kann. Falls ihr das mögt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin da sehr offen. Falls ihr lieber ein bisschen mehr Infos über das Spiel haben möchtet, dann werde ich mich da ein bisschen mehr reinfuchsen, natürlich auch. Aber ich finde es auch einfach ganz cool, mit euch ein bisschen zu kommunizieren. Das ist ja das, was wir im Prinzip immer über die Videos auch erreichen wollen. Dass wir ein bisschen Kommunikation zu euch haben und so. Ah, apropos Kommunikation. Was eine Überleitung. Ich habe jetzt auch einen Twitter-Account. Das heißt, falls ihr mich anschreiben wollt oder mir irgendwelche Sachen zeigen wollt, irgendwelche Sachen, die ihr gemacht habt oder sonstiges, könnt ihr mir gerne auf Twitter schreiben. Mein Account findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Und falls ihr da direkt vorbeischaut, könnt ihr natürlich auch ein Like und ein Abo dalassen. Würde mich mega freuen. So,
jetzt gehen wir auf jeden Fall hier noch rein. Wie viele müssen wir noch? 9. Ja, das schaffen wir doch noch, oder? Würde ich mal sagen. Wir können ja währenddessen schon mal hier ein bisschen was adden. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ah, okay, da kriegen wir ein paar mehr Yen. Ich habe das aus dem Dragon Ball habe ich da gar nicht gemacht, ne? Das muss ich noch nachholen. Das heißt, ich müsste eigentlich zurückreisen. Kann ich zurückreisen? Wahrscheinlich. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie werden wir ja zurückreisen können. Gucken wir einfach jetzt gleich mal. Ballern wir den noch weg. Können wir hier eigentlich schon einen... Können ja da schon mal einen hinschicken. Kann Gaara da schon mal ein bisschen kämpfen. Ja, komm. Schicken wir da 2 hin. Dann macht ein Kakashi den hier fertig. Wir warten hier. Dann kann Kakashi den nämlich auch angreifen. Na los. Komm. Beweg dich. Los. Die besiegen den. Dann kann ich hier das Geld einsammeln. Dann kann ich hier die 2 auf jeden Fall da ansetzen. Der nächste wird Gaara sein, ne? Ne, Kakashi. Schade. Okay, dann geht der andere Kakashi halt jetzt dahin. So, los, los, los. Macht es. Macht es. Ich möchte gerne die Quest abgeben. Fighten wir hier ein bisschen mit. Die haben sie schon besiegt. Ah. Da. Und hier. Ich fahre hier mit. Das heißt, es sind 2 gegen 2. Jetzt ist die Frage, ich glaube tatsächlich, dass die da hinten mehr Damage machen als wir. Sehr wahrscheinlich sogar. Ja, ja, die sind schon fertig. Super interessant. Super interessant. Ich komme hier 2 und da ist natürlich der andere Kakashi noch dran. Jetzt ballern wir den aber weg. Ha, wir waren schneller. Okay, ist auch der letzte. Super. Haben wir die 30 geschafft? Jetzt gehen wir hier zu Ronan. Confirm. Yes. Link 2 machen wir auch. Aber jetzt gehen wir erstmal hier zum Crazy Star. Nein, zum Requiem. Und gehen dann jetzt mal hin und machen jetzt erstmal. Ja, machen wir mal 5. Abbrechen. Warte, was ist das? Ne, das ist falsch. Das ist der richtige, ne? Ja. Crazy Star. Okay. Nice. Kommen. Drei. Immer dasselbe. Hä, wir kriegen tatsächlich immer nur den ersten, ne? Aha. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Jetzt haben wir beide Comments auf jeden Fall gezogen. Gucken wir uns die mal eben kurz an. Und dann schauen wir mal, wie viel Damage die schon grundsätzlich machen. Die haben 70 Damage jetzt grundsätzlich. Und die haben 30 Damage. Also, es macht halt einen riesen Unterschied. Ne, guckt euch das an. Hier. Das ist unser gelevelter Level 11er. Level 11 hat 82. Level 12 hat 30. Aber der braucht halt ewig lange, um den noch zu leveln. Also, ich weiß nicht. Das ist natürlich... Okay, die sind halt einfach schon Level 21, aber die werden halt einfach... Ja, keine Ahnung. Wir müssen es auf jeden Fall uns merken. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt und was ihr machen wollt und sonstiges. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.